Immer das gleiche Bild von dem Schiff hier an der Wand. Okay, dann spielen wir das Spielchen mal mit. Captain Hardy war es, ne? Aber viel Wahl haben wir nicht. Gehen wir da lang. Und hier ist ein ganzes Set. Ui. Eine sehr glänzende Lampe. Kann ich da lang? Ne, ich muss da hoch. Guten Tag. Na, schauen wir mal, ob das ein Rätsel wird. Da ist eine Tür. Dann geht es da noch hoch. Ich würde das schon ganz gern offen lassen. Das sieht cool aus. Da geht nicht auf, okay. Dann gehen wir mal runter. Uah! Okay. Was? Ich kann nicht mehr hoch. Ich höre vielleicht gleich auf einer anderen Seite. Oh, guck mal, Gold. Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Ja, ihr Spielgefährte scheint nicht so überzeugt zu sein, aber der Spielgefährte war Mr. Hardy, okay. Welchen Namen hatte sie denn? Mal vom Captain abgesehen. Ja, das, Schlüssel. Hilfe! Die Sonne ist aber gefährlich nah. Bist du dir sicher, dass das so sein sollte, Captain? Okay. Sind die Kinder jetzt auch Schauspieler oder sind das jetzt die Kinder von Helmut und Uschi? Ich schätze mal, es handelt sich um eine Art Rückblick unseres Charakters hier. Hm. Willst du nochmal machen? Ja, aber es bringt nichts. Kann ich da nochmal rein? Nein. Da auch nicht. Hm. Wie, das war's jetzt? Aber ich kann da hoch. Bringt mir das was? Und ach. Maschinenshop. Was? Mit Farbe gefiel mir das aber besser. Aufräumen könnt ihr hier auch mal. So, den machen wir mal kurz aus. Der nervt. F.W. & Sons feinste Schreinerei. Aufgegebene Bestellung. Eine robuste Holztruhe, komplett aus alter Eiche mit Randleiste aus schwerem Eisen, zusätzlichen Lederriemen und Tragegriffen an den Seiten. Groß genug, dass ein erwachsener Mann hineinpasst. Wir hoffen, dass unsere Arbeit Sie vollkommen zufriedenstellt. So eine Bestellung klingt schon
ja, etwas verdächtig, würde ich sagen. Wenn man jetzt nicht weiß, dass es für ein Filmset ist. Sollte man irgendwas da raushören? Ich glaube nicht. Irgendwas mit Actor. Also da rechts wird ein O reinkommen. Child Actor? Sie bereit zurückzugehen? Nein! Zwei Buchstaben mehr, ja, stimmt. Vorher stand da ja, glaube ich, nur Akt. Zurückgehen? Zurückgehen? Ist das richtig? Ja, scheint so. Punkt. Hier geht's nirgendwo hin. Auf einmal ist das Set weg. Ich habe Angst, was falsch zu machen. Ja, vielleicht muss ich das erstmal machen. Das war's? Darf ich mich entspannen? Okay. Den haben wir vorhin schon gesehen. Da stand der mit dem Rücken zu einer Tür, die wir nicht ganz aufbekommen haben. Wieso kann ich das drehen? Wieso kann ich das nur drehen? Ich kann die Rolle nicht abnehmen, ich kann es nur drehen. Es ist stark duster. Unser Männchen ist verschwunden. Einfach abgehauen. Kann nicht angehen. Hat das Tor, das Schloss aufgebrochen. Und jetzt? Bitte spring mich nicht von der Seite an. Bitte, liebe Figur, spring mich nicht von der Seite an. Wo muss ich hin? Wieso muss ich rennen? Lass mich in Ruhe. Das sieht aus wie das typische Büro von einem Privatdetektiv. So ein bisschen ranzig. So ein einzelner Schreibtisch. Dahinter die zugezogene Jalousie. Die Zitrone in der Schublade. Keine Ahnung. Zehn nach rechts. 80 nach links. 184. I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. All this time. Klingt dramatisch. Ja, sieht aus wie ein Safe Code, aber ich sehe hier gerade noch keinen.
Bitte. Ich kann das Geräusch von Ventilatoren nicht. Nicht von diesen. Kann ich nicht haben. Wie war das jetzt? 184. Ja, da sind wir ja weit gekommen. So, da geht's nicht lang. Es ist also irgendwo hier im Raum. Aber was soll ich denn mit der scheiß Zitrone jetzt? Ich finde, das sieht aus, als könnte man es irgendwie zur Seite schieben, aber es geht nicht. Kann ich zurück? Oh ja, Tatsache. Wieso hat er mir denn gesagt, dass ich rennen kann? Oh, muss ich den Schalter drücken und dann? Danke fürs in Chat schreiben. Notfalls würde ich mir sowas aber auch nebenher auf dem Blog schreiben oder so. Die Szene vom Paten nachspielen. Ich kenne die Szene nicht. Tot. Also, ich muss irgendwie den richtigen Weg wählen, aber... Es geht um das Licht. Ich darf mich nicht vom Licht kriegen lassen. Ich verstehe, okay. Wieder so eine perfekte, so ein perfektes Szenario, um irgendwas hervorspringen zu lassen. Hallo? Ich will keinem was Böses. Also hier nochmal. Weil das Spiel sich auch denkt, na, das merken die sich bis dahin nicht. Ah, ha. So. Einmal. Dann, nein, ich konnte nicht andersrum. Was? Das war wohl noch nicht der Tresor, für den man... Ah, das ist der Tresor. Nein, ist sogar dran, der Zettel. Okay. So, achso, nee, warte. So. Ich nehme mal das zurück. Komm. Einmal. Ich kann das nicht. Eins. Hä?
Müsste es nicht zwischendrin mal klicken? Ja, aber selbst wenn ich... Also angenommen, ich würde jetzt hier so ganz genau auf die Zehen gehen. Ich glaube nicht, dass das dann funktioniert. Ja, ich war minimal drüber, aber die Toleranz muss das Spiel einem auch geben. Ja, ich kann nicht drücken. Also ich muss die linke Maustaste gedrückt halten, um das Ding drehen zu können. Und wenn ich rechte Maustaste benutze, dann geht er halt zurück. Ich könnte höchstens versuchen, E zu drücken, aber das war bisher auch nicht die Aktivierungstaste. Ich bin da zu blöd für. Da haben sie schon extra einen Zettel dran gehängt und die kriegt trotzdem nicht hin, die Olle. Oder muss man es immer bis zum Klicken machen? Also bis zum Klicken hier, dann so. Auch nicht. Hä? Ist aber seltsam. Hier ist aber auch sonst gerade nichts, ne? Hier ist nichts. Ich muss es da loslassen. Ah. Das war jetzt Zufall, dass ich das gemacht habe. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother.